Moin Pimpins, herzlich willkommen zu einer Runde vom Campingburner. Wir starten hier direkt rein, irgendwie in eine Story oder so. In your language, it means sea and sky. Okay. I am the guardian of Malu Island. Malu means shelter, and indeed it has been... Kurz mal hier in Option irgendwie meine Sprache lauter machen, beziehungsweise halt andere hier mal ein bisschen weiter runtersetzen. So. Und fahren. Okay, an sich auch nicht viel Arbeit. So, halte Umschalttaste gedrückt, um zu rennen. Okay. So, und was ist nun meine Aufgabe? Zum Lagerfeuer gehen. Wirklich laufen, okay. Hello, Stranger. I've been expecting you. Okay, ist nicht so heiß als Feuer. Okay. So. Kleinere Müll sammeln. Okay. Okay. Dann wollen wir mal. Soll ich das jetzt hier alles einzeln machen? Stell dich weg da. Ich muss arbeiten. Okay, jetzt, ja. Gut, dann sollen wir erstmal den Müll auf und schauen weiter. Okay, dann bringen wir jetzt alles auch noch zum Müll hier, ne? Mein Gott, kann ich schnell rennen. So. Dann, brauchen wir hier großen Kram. Hier haben wir großen Kram. Okay, da kann man mal einen Zweitsaugen von nehmen. Ist auch schon mal was. Perfekto. Way to save these bungalows. The wood they are made of is still a good building material worth keeping. Okay, dann nehmen wir mal eine Axt. Und machen wir das Ding hier klein. Zack. Halt weg hier. Ja, hau kaputt. Komm. Zack. Ja. Und weg. Die Pfosten hier noch. Das ist kaputt hauen, danke. So, das geht immer nicht schnell. Das noch und das noch. Ja. Dann haben wir hier die Sachen wegtragen wieder. Wie viel Bretter kann er hier tragen? Ja, okay, das ist einiges. So, dann einmal hier wieder reinpacken. Oh ja. Holz neben dem Lagerfeuer aufbewahren. Okay, vielleicht soll man das damit machen. So vielleicht. Dann machen wir jetzt den zweiten nochmal weg. So. You're opening a new chapter in the history of the island, my dear friend. Malu is now your home too, and you are officially the host. You can build as many bungalows as you want with the wood provided by the forest. But remember, this forest is a shelter to all island inhabitants. Take these seedlings. They will help you maintain the balance. Okay. Gebäude.
Da würde ich eigentlich sagen, packen wir hier wieder hin, ne? Neue Bungalows bauen. Und hier packen wir auch nochmal einen hin. Zack. So. Und dann müssen wir da jetzt Holz irgendwie reinpacken, oder was? Gehen wir mal hier vorne mal hin. Okay, da passiert nichts. Aha, okay, so funktioniert es. So kriegen wir schon mal Bretter. Zack, nehmen wir das mit. Und dann tragen wir das mal hier rein. So, Brett wird automatisch jetzt zum Pfosten hier. Zack. Ja, das ist schon alles Holz. Dann gehen wir nochmal einen Baum holen. Zack, alles schön ordentlich mitnehmen. Wer bist du denn für eine? Und sonst sich hier ein bisschen. Oh. So. Zack. 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 Oh, ein bisschen am Feuer gebaut, aber egal, passt schon. Oh, okay, das ging schnell. Zack. Schön ran. Und da noch drauf. Dann das setzen wir auch hier schon drauf. Und dann gehen wir nochmal Holz holen. Aber das geht jetzt immerhin schnell, das Bauen. Echt gut. Zack. Auch nochmal auseinandernehmen hier alles. Tschüss. Zack. Machen wir hier gleich noch einen zweiten Baum mit. Oh, hier ist auch noch ein kaputter Bungalow. Oh, hat sich der Vorbesitzer halt wirklich nicht gekümmert, also. Schlimm. Mann, Lohau kaputt. Meine Güte. Danke. So, alles jetzt wieder mitnehmen hier. Da ist auch noch was. Wunderbar, dann einmal wieder hin hier. Einmal auf Baustelle und alles fertig machen. Zack. Ja, die Wände auch noch, klar. Und dann? Ah, hier vorne, jo. Und da an der Seite auch. Zack, Dach drauf. Hier Geländer noch, ne? So, Türchen. Oh, und dafür haben wir kein Holz mehr, okay. So, das Bauen finde ich ganz interessant hier. Es ist angenehm gemacht. Du kommst ja wirklich schnell voran damit dann. Oh, eingerichtet ist auch. Jo. Kannst du aber wegschließen hier, die Bretter. Okay. Ja. Finde ich gut. Also, ist schön geworden hier. Kann man es auch auf und zu machen? Nö. Okay. Gut. Ja, ist gemütlich doch hier, ne? Kannst hier abends da sitzen, guckst aus dem Fenster. Ja, hat was. Damit will ich auch sagen, Pipis, soll es das mit dieser Folge vom Campingbuilder gewesen sein. Wenn es euch gefallen hat, gebt ihm gerne einen Daumen hoch, um abonniert den Kanal, um keine weiteren Videos mehr zu verpassen. Und habt so einen Traum auf den Tag. Haut rein. Ciao.